Wir sind ja heute Abend ein bisschen spontan eingesprungen. Und da wir unser Plakat und das Thema Klaus Kleberwurst und Gundula Gauda sehr ansprechend fanden und dachten, was könnten wir hier denn thematisch Passendes machen, möchten wir heute ein bisschen über Newskonsum sprechen. Und sehr gut. Und die erste Frage ist tatsächlich an euch: Wie konsumiert ihr denn Nachrichten? Schaut einer von euch noch die Tagesschau am Abend um 20 Uhr? Nee, aber Tagesschau in 100 Sekunden. Meine Alexa wäre vordran. Tagesschau in 100 Sekunden, was haben wir noch? Ja, Tagesschau-App, News-Apps. Mediathek, Apps. Logo. Jemand noch eine Tageszeitung abonniert? Die Bild. Online. Okay, spannend. Weil, wenn wir nämlich tatsächlich mal einfach ganz stumpf googeln, was es Neues gibt in Sachen Berichterstattung gibt, kommt sowas bei raus. Wie wir wissen, das hat sich alles sehr verändert und wir kriegen ganz schöne Suchanfragen, sowas wie: Ist Instagram Journalismus? Ist Instagram ein Medien? Oder für Anfänger: Was ist Instagram überhaupt? Also die Fragen steigern sich und wenn man das dann alles auslegt auf den Medienkonsum, kann man sagen, das ist eine richtig gute Frage, weil das hat sich über die Jahre sehr verändert und tatsächlich ist zum Beispiel gerade Instagram oder generell Social Media einfach ein super wichtiges Medium geworden für Journalismus und für Newskonsum. Und tatsächlich, also Springer hat das ja auch hier ganz schön zusammengefasst, dass das auch von jungen Menschen genutzt wird und die Anzahl der Nutzer rasant wächst. Und wir können dazu nur sagen, Springer hat recht. Auch die Daten, die leider von 2019 noch sind, aber trotzdem sehr signifikant und auch relevant, zeigen einfach, dass vor allem Instagram tatsächlich das Newsmedium der Generation Z ist. Natürlich auch dicht gefolgt von Facebook und YouTube und natürlich auch WhatsApp Messenger, Newsfeed. Twitter ist tatsächlich relativ im unteren Bereich, aber wie gesagt, wenn man sich gerade anguckt, bei den 18- bis 24-Jährigen, dass knapp oder über 23% ihren täglichen Newskonsum über Instagram sozusagen ausschöpfen, das ist schon beeindruckend, wenn man überlegt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne es auch einfach noch so von meinen Großeltern. Da lag halt jeden Tag die BNN auf dem Tisch. Halt einfach so diese klassische Tageszeitung, das Modell, wo einfach wirklich ja, Redakteure, ausgebildete Journalisten dahinter stehen. Und von daher ist es super spannend, wie sich das verändert. Und da möchten wir heute jetzt auch einfach mal einen Blick reinwerfen, einen tieferen. Danach war es auch mit den Zahlen, Daten, Fakten, aber wir dachten, es ist einfach noch schön, das mit anzusehen und sich anzugucken, weil, wie wir jetzt auch gerade hier in unserer kleinen feinen Runde bestätigt gesehen haben, dass tatsächlich die Deutschen hauptsächlich Nachrichten online lesen. Und das Spannende an der Sache ist eigentlich, dass es wirklich durch sämtliche Bildungslevel sozusagen vom Hauptrealschulabschluss, mittlere Reife über Berufsausbildung, Abitur, Bachelor, Master, spielt eigentlich keine Rolle, welchen Bildungsgrad man hat. Die meisten konsumieren tatsächlich Nachrichten online. Und ich denke, dass das auch einfach viel zu tun hat, eben mit den jüngeren Zielgruppen, wie jetzt auch Gen Z, wie man so schön sagt, die dann eben auch Instagram nutzen. Genau. Ja. Und das ist auch tatsächlich eine relativ aktuelle Studie, jetzt vom vergangenen Jahr. Wenn man sich die davor noch mal anguckt aus 2019. Also da kann man ja sagen, wir haben das ja noch mal, also das ist ja eine Studie von 2019, das war ja vor der Pandemie und auch noch vor dem aktuellen Krieg. Also man kann jetzt noch mal sagen, dass sich da noch mal einiges verändert hat und noch mal geschiftet hat, auch gerade in den bei den Personen, die, sagen wenn wir jetzt mal 45 plus sind, dass da auch einfach noch mal die sozialen Medien jetzt noch mal deutlich mehr genutzt werden. Ja, genau. Aber das ist halt die aktuellste Statistik, die es dazu gibt. Tendenz steigend. Ja. Genau. Und um hier jetzt einfach auch nochmal aufzugreifen,
wie eben die Berichterstattung online aussieht und vor allem da wir ja gerade gesehen haben, dass es eben sich über die soziodemografischen Faktoren in der Gesellschaft so unterschiedlich aufsplittet, haben wir heute mal ein Beispiel mitgebracht, wie eben die Berichterstattung sich an unterschiedliche Zielgruppen wendet, am Beispiel vom RTL-Dschungelcamp. Wie wird die gleiche Nachricht, die gleiche Information journalistisch für unterschiedliche Zielgruppen aufbereitet? Wir gehen hier jetzt einmal schnell durch, weil das brauchen wir zum Vergleich. Also Medium Nummer 1, die Berichterstattung ist wie folgt, aber natürlich lässt Marc diese historische Chance verstreichen. Selten gab es so wenige anarchistische, rebellische Impulse wie in dieser Dschungelcamp-Staffel. Selbst der Diese pampelige, vorzeitige Trotzauszug blieb dieses Mal aus. Und das ist eine Premiere. So bleibt als Grundgefühl am Ende das leicht unbefriedigte Gefühl zurück, dass alles, was man in den letzten 2 Wochen gesehen hat, zwar schon irgendwie okay war, aber dass viele Chancen liegen gelassen wurden, es zu etwas wirklich Besonderem zu machen. Part 2. Straußenanus, Ziegenvagina, Krokodilpenis, lebende Kakerlaken und eine Prise Hanka-Rackwitz. Das Dschungelcamp 2017 war voller schwerer Prüfungen. Für 9 Kandidaten zu schwer. Sie mussten das Finale von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, vom Luxushotelbett aus beobachten. Aber diese 3 Pritschen-Promis kämpfen noch um den Sieg. Marc, Demucki, Terenzi, Florian, High Class Wes und Hanka, die Zwangsstörung Rackwitz. Ein drittes haben wir noch in petto. Die obligatorischen Hoden kommen diesmal vom Truthahn. Dazu gerät ein bisschen. Entschuldigung. Jedes Mal. Zu oft. Lebende Sandwürmer und Mahnen, stinkende Käsefrucht, Rattenschwänze, Fischaugen und Abfälle sowie als Ekelhöhepunkt Schaf- und Schweinehirn an Urinsauce. Kotzigkeiten bringt Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow es auf den Punkt. Auch bei der 11. Ausgabe von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, setzt der Kölner Privatsender auf Bewährtes, was in den vergangenen Jahren ja auch immer gute Quoten garantierte. So, und jetzt haben wir die Frage an euch. Hat irgendjemand eine Idee, welches Medium was geschrieben haben könnte? Die erste Variante Süddeutsche. Süddeutsche? Ja. Mhm. Jemand noch eine andere Idee? In der Mitte. Mhm. Und in der Mitte? Ja. Nicht so schwer. Genau, und jemand noch einen Tipp für rechts? Also irgendwas zwischendrin, vielleicht mehr so was Promi-mäßiges, so Magazin-mäßiges. Spannend. Also weniger so wirklich Nachrichten, sondern mehr so mit Fokus auf Promis. Promi-Klatsch. Ja. Wir lösen auf. Bild, ich würde sagen 100%, hat sich jeder gedacht und braucht man nichts zu sagen. Der Spiegel eher im erzählerischen Format, auch wirklich eine Berichterstattung, ich sag mal in einer eloquenteren Sprache auf jeden Fall, viele Adjektive, die auch sich an eine andere Zielgruppe richten. Und dann haben wir ganz rechts außen tatsächlich die dpa, die ja auch wirklich auf die Masse geht und für viele Medien schreibt und die das dann aufgreifen. Das heißt, muss irgendwie verständliche Sprache sein und gleichzeitig aber auch nicht wertend. Und sie sprechen ja auch über den Sender und nicht über die einzelnen Personen, nicht wertend. Jetzt gerade wie im Vergleich bei Bild, die ja wirklich den einzelnen Personen noch Zwischennamen anhängt mit Demucki, Terenzi und wie auch immer, die auch wirklich auf eine sehr persönliche Ebene gehen. Und wie gesagt, da sieht man auch einfach super schön, wie eine Nachricht durch allein schon im Bereich der öffentlichen Medien unterschiedlich aufbereitet werden kann. Und deshalb haben wir jetzt auch gedacht, gerade wenn es dann im Bereich Social und den Medienkonsum über Social Media geht, dass man einfach super aufpassen muss, was Fake News angeht. Weil es ist super schnell passiert, dass einfach eine Desinformation entsteht oder auch Propaganda bewusst betrieben wird und Falschmeldungen verbreitet werden. Das kann oft gar keine Böswilligkeit zugrunde liegen und da auch tatsächlich durch journalistisch aufbereitete Inhalte passieren, weil man einfach auf Social Media auch diverse Gruppen anspricht und Nachrichten aufbereitet. Das ist kurz gehalten, das ist ein kurzer Titel, das wird schnell geteilt
aus dem Kontext gerissen und dann steht da was, was einfach im Zusammenhang einen ganz anderen Sinn ergibt. Und genau, Nathalie führt euch jetzt durch ein Fake News Quiz. Genau. Die Auflösung gibt es dann am Ende. Genau, hier haben wir mal ein kleines Quiz. Das erste, Aufkommen zu hoch, Deutsche Post erhöht Porto für offene Briefe. Dann haben wir nochmal, beim zweiten haben wir einen Tweet, dass Elon Musk ja jetzt Twitter gekauft hat, Twitter löscht. Und dann haben wir nochmal als dritte News quasi zwei Schwestern, die beinahe den falschen Mann geheiratet hätten. Stromausfall, genau. Ihr könnt euch jetzt mal Gedanken machen, was könnte stimmen und was ist Fake. Und am Ende lösen wir das auch nochmal auf. Genau, und jetzt als Übergang schauen wir uns mal an, was für Formate haben wir denn, wenn es um News und Berichterstattung geht, auf Social Media. Wir fangen jetzt erstmal mit der Tagesschau an, öffentlich-rechtlich. Da haben wir jetzt erstmal geschaut, okay, welche wiederkehrenden Formate haben denn diese Plattformen immer? Gerade bei der Tagesschau war sehr aktuell immer täglich das Corona-Update und auch jetzt aktuell immer das tägliche Update über den Krieg in der Ukraine. Da sieht man auch nochmal die Unterschiede mit der Tonalität etc., aber da ist Sina die Expertin für. Genau, das ist einfach hier ganz schön zu sehen, wenn man sich bei der Tagesschau umguckt und vor allem jetzt gerade die zwei wiederkehrenden Formate werden überwiegend für Themen, die halt von großer Bedeutung sind, für eine breite Masse ausgewählt und die achten auch wirklich unheimlich drauf, wie die Titel formuliert sind. Also sowas wie RKI senkt Risikobewertung ist eine klare Aussage in drei Worten, die eigentlich sehr, sehr schwer unmissverständlich ausgelegt werden kann. Wir haben dann auch einen kurzen Subtext dazu, aber generell achten die da sehr drauf, eben nicht dieses Clickbaiting zu betreiben und irgendwelche Titel zu generieren, die vielleicht anziehen und Klicks ermöglichen, aber halt eben auch aus dem Zusammenhang gerissen sehr schnell irgendwie zu Falschmeldungen oder Falschinterpretationen führen kann. Und vor allem dieses kurz zusammengefasste, der Newswert steht im Vordergrund, es ist eigentlich kein großes Entertainment-Faktor, sage ich jetzt mal dahinter, es ist informativ neutral gehalten und kurz und knackig zusammengefasst, eben auch für den Konsum am Handy, wenn man einmal kurz drüber scrollt, ihr kennt es vielleicht auch von euch selbst, man scrollt über den Post und erfasst eigentlich sofort, um was es geht und hat, ich sag mal, in guten 5 Sekunden die wichtigsten Nachrichten in einem Post, was echt nicht ganz einfach ist, weiß ich aus eigener Erfahrung mit dem Copywriting, das so kurz und prägnant zu formulieren. Genau, dann jetzt mal der nächste Account ist Funk. Ich weiß nicht, ob jeder von euch Funk kennt. Das ist ein Zusammenschluss aus der ARD und ZDF. Ist tendenziell eher für eine Zielgruppe von 14 bis 29, sprich für eine sehr junge Zielgruppe. Sieht man dann auch so ein bisschen in der Aufbereitung der Posts. Also es immer versucht, alle Themen recht grafisch darzustellen mit wenig Text, weil man weiß, die junge Zielgruppe liest nicht ganz so gerne, pauschalisiert. Oder halt, dass dann irgendwelche Memes eingearbeitet werden etc. Einfach halt auf eine sehr junge Zielgruppe zugeschnitten, trotzdem halt mit den allen wichtigen Infos, die es aktuell so ein bisschen gibt. Genau, und was bei Funk auch noch das Besondere ist, dass es mitunter das erste öffentlich-rechtliche Kanal ist, die tatsächlich ausschließlich für Online-Berichterstattung produzieren Inhalte. Das heißt, weder für Fernsehen noch für auch tatsächlich die Website von ARD, ZDF etc., sondern die produzieren wirklich für Social den Content. Und das ist auch, ich sag mal, ein neuer Schritt, was die Medienhäuser gehen, um eben, wie Springer es vorhin schon gut zusammengefasst hat, auch Instagram mit jungen Nutzern und rasant steigenden Zahlen, da die Zielgruppen abzuholen. Genau. Dann haben wir jetzt noch einen Verlag, nämlich die Zeit. Auch hier gibt es zwei Formate. Zum einen das linke, das immer sozusagen, dann wird aufbereitet, eine Art Reportage, meistens dann als Karussellformat oder auch als Reels. Also die arbeiten auch tatsächlich sehr viel mit Videocontent, wo sie dann auch die freien Journalisten jeweils vorstellen etc. Und dann gibt es zum Beispiel auch immer ein wiederkehrendes Format, das ist jetzt das Känguru-Comic, was dann auch immer aktuelle Themen nochmal ein bisschen aufgreift, manchmal auch ein bisschen satirisch etc. Ich kann auch reinhüpfen, ich weiß noch nicht, ob ich die Präsi dann springe, wenn wir immer in den Zeitkanal springen. Dann probieren wir das doch mal. Ah ja, easy. genau, ich wollte es gerade mal, das ist in die andere Richtung. Wo hatten wir denn so ein schönes Video?
Ah ja, hier zum Beispiel haben wir dann, ja, ist jetzt die Thematik, okay, aber das wird dann halt immer in verschiedenen Reels nochmal aufgearbeitet, um halt irgendwie alle Zielgruppen auch nochmal abzusprechen, immer schön mit einem Untertitel etc. Genau. Ja, und die Rollen der Redakteure werden hier auch nochmal ein bisschen anders, was eben auch ein neuer Weg ist, die Gesichter dahinter zu sehen. Also viele gehen, oder gerade auch die Zeit, die stellen auch tatsächlich ganz oft freitätige Journalisten dann vor die Kamera. Was eigentlich ganz schön ist, weil man dann ja auch wirklich die Autoren dahinter sieht und auch die Quellen sozusagen kennt, wer hat es eigentlich produziert, die sich dann auch oft vorstellen, warum sie diesen Beitrag gemacht haben oder auch gerade wenn Experten sprechen, dass man da auch einfach nochmal einen anderen Trust-Faktor hat im Prinzip. Genau. Und dann haben wir jetzt nochmal was Regionales und zwar die Badischen Neuesten Nachrichten. Auch hier gibt es zwei wiederkehrende Formate. Da haben wir immer die guten Nachrichten der Woche und was die Woche wichtig war. Das ist dann auch immer als Bild-Content gemacht, einfach immer nur kurz und knapp nochmal beschrieben, um was es geht quasi, sehr visuell dargestellt, was gerade auch die junge Zielgruppe wieder super abholt. Genau, Sina? Ja, passt. Perfekt. Sehr schön. Genau. Jetzt kommen wir zu der Auflösung der Fake News. Hier habt ihr sie nochmal. Ich kann ja schon mal einen Tipp geben, nur eins davon ist richtig. Ihr könnt ich gerne mal raten. Das auf jeden Fall Ja, richtig geraten. Genau, jetzt haben wir noch zwei übrig. Manchmal ist es schon tückisch. Also ich würde sagen tatsächlich, dass am ehesten noch der Stromausfall real ist. Ich glaube, der Stromausfall ist fake, weil Elon Musk ist verrückt und schreibt sowas. Tatsächlich, der Stromausfall ist ja wirklich passiert. Also zwei Frauen oder zwei Schwestern haben im selben Kleid geheiratet. Stromausfall. Die Zeremonie wurde einfach weitergeführt, weil die ja einige Stunden geht. Und dann ist dem Priester dabei nicht aufgefallen, dass er die Männer vertauscht hat. Genau. Also fake und real. Genau. Und jetzt hier nochmal auch nochmal eine schöne vereinfachte Darstellung. Wenn man nur eine Seite von News sieht quasi, nicht wenn man Sachen falsch interpretieren kann oder verbreitet werden. Und dazu haben wir jetzt nochmal eine kleine Checkliste, dass euch sowas nämlich nicht passiert. Genau, also einfach abschließend nochmal, weil wir, wie gesagt, einfach gesagt haben, wir nehmen das mal unter die Lupe, wie konsumieren wir eigentlich Medien über Social und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal erwische ich mich selber auch dabei, dass ich einfach über einen Post scroll, ich lese was und denke dann drüber nach und nehme das jetzt nicht für bare Münze, aber es ist dann in meinem Kopf und dann gehe ich nochmal zurück und denke, Moment mal, woher kam das eigentlich gerade, was sagt mir das und einfach dieses Bewusstsein für Fake News oder auch Falschmeldungen oder auch eine Desinformation, die entstehen kann. Das müssen ja nicht immer bewusste Falschmeldungen hinter irgendwas stehen oder irgendein Böswille. Es kann ja wirklich einfach super schnell eine Schieflage an Informationen entstehen. Also einfach das Bewusstsein dafür haben. Wichtig ist immer die Quellen überprüfen. Also wie wir jetzt gesehen haben, gerade auf Instagram und natürlich auch auf anderen Social Channels sind wirklich journalistisch tätige öffentlich-rechtliche Medien unterwegs. Da kann man sich auch sicher sein, dass die Inhalte recherchiert sind und aufgearbeitet sind und nicht irgendwie aus dem Kontext gerissen werden. Also überprüft die Quellen, hinterfragt die Aussagen, gerade wenn es eben in Richtung Clickbaiting geht. Wo es auch tatsächlich relativ oft passiert, ist bei Apple News. Ich weiß nicht, wer ein iPhone hat und wer das manchmal morgens checkt, da ist das auch ganz oft der Fall, gerade auch von einschlägigen Quellen. Recherchiert selbst einfach nochmal nach, bester Tipp, googelt einfach mal, guckt, was dabei rauskommt. Man kriegt relativ schnell ein Gespür dafür. Nicht einfach alles scheren ist sowieso immer das Wichtigste. Das hat man auch gerade gesehen in der Pandemie. Die war das beste Beispiel, was da passieren kann. Und vor allem, was auch immer ganz gut zu wissen ist, dass alle Social Channels die Möglichkeit bieten, Fake News zu melden. Und da muss man, glaube ich, auch einfach aktiv werden, wenn man sieht, dass irgendwas völlig reißerisch ist, eine Propaganda in eine Richtung, eine Falschmeldung einfach, dass man es meldet. Und dann wird es natürlich auch nochmal geprüft, die sind ja auch dazu verpflichtet. Genau. Das war kurzer Impro-Vortrag, passend zu unserem heutigen Motto. Wenn ihr noch Fragen habt. Ja, erstmal Applaus.
Cool, vielen, vielen Dank euch. Gibt es denn Fragen? Du hast eine Frage. Was macht Nobi? Nee, also auch euch erstmal danke. Ich habe jetzt aber doch eine Frage zu den einen Slide, das ihr gezeigt habt. Hilft Cola und Salzstängchen gegen Durchfall? Ich habe gehört, nein. Nein? Von der sicheren Quelle. Okay. Weiß man nicht. Genau sowas würde ich nicht glauben. Noch jemand eine Frage? Was schätzt ihr denn ein, wenn ihr so, ihr habt gesagt, eben Funk, die machen das ja wirklich jetzt komplett social. Da müssen sich ja auch die Medien, also ich habe gesehen, so, bin jetzt mal ein bisschen auf TikTok unterwegs und sehe, okay, Tagesschau bereitet da auch das komplett anders auf. Das sind ja auch nicht die Sprecher, die man jetzt klassisch von 20 Uhr Nachrichten erkennt. Da müssen wahrscheinlich auch ganz andere Skills ja her mittlerweile, oder? Was, also du kannst es ja nicht auf die bestehenden Teams wahrscheinlich so eins zu übertragen. Wir machen jetzt hier Content und Social und der klassische Redakteur, also die werden irgendwie gesehen mittlerweile in vielen Medien, wie ihr vorgestellt habt, dass da ein Gesicht dahinter ist. Was glaubt ihr, wie sich das da in nächster Zeit entwickeln wird? Ich glaube, dass gerade auch die ganzen großen Unternehmen oder halt jetzt auch hier Medienhäuser einfach merken, dass wir das ganze Thema Social Media mehr aufbereiten müssen. Es war ja davor immer so, okay, es gab irgendwie eine Person, die das irgendwie nebenher gemacht hat. Am besten hatte die eigentlich noch eine andere Aufgabe on top. Und dass man jetzt gerade hier merkt, man muss das einfach, man braucht ein Team, die sich wirklich 24/7 gefühlt, halt einfach nur noch um dieses Thema kümmern. Dass man einfach merkt, hey, man muss das immer mehr ausbauen. Wir haben immer mehr neue Kanäle. Dann ist ja gerade der Fokus immer mehr auf Videocontent, was natürlich auch in der Aufbereitung nochmal deutlich aufwendiger ist, wie jetzt, sag ich mal, Bildercontent. Aber ja, also ich glaube, es wird peu à peu jetzt immer mehr wachsen und ich glaube, dass die Unternehmen mittlerweile auch verstehen, wie wichtig gerade das Thema auch Social Media ist. Genau. Und vielleicht kann ich noch ergänzen, dass die Medienhäuser auch gerade richtig schön zu sehen hier bei uns in der Region, großes öffentliches, rechtliches Verlagshaus, die auch einfach super im Change sind. Und also nur mal als Beispiel für so einen Fernsehbeitrag zum Beispiel, kommt halt ein Team von 5 bis 6 Leuten zwischen 3 bis 6 Stunden vor Ort, um zu filmen und dann am Schluss kommen 40 bis 50 Sekunden Fernsehmaterial raus. Und die haben halt auch einfach erkannt, dass der Aufwand und der Nutzen, der da dahinter steht, sich halt auch total verändert hat. Und wie du gesagt hast, Timo, man kann das nicht 1:1, dass man jetzt Fernsehteams rausschickt und sagt, ja, jetzt macht mal Content für Social. Die kommen aus einer ganz anderen Riege. Natürlich kann man die ranführen und ich habe das beobachtet, bei meinem vorherigen Arbeitgeber, dass sie da tatsächlich auch oft Tandem-Positionen schaffen, dass dann zum Beispiel Social-Redakteure eben mit den Fernsehteams rausgehen und dann eben die auch da Synergien schaffen und dann das Material unterschiedlich aufbereiten. Und gleichzeitig finde ich es aber auch total witzig, ist mein persönliches Lieblingsbeispiel, wie eben auch 20 Uhr Nachrichtensprecher zu Social viral gehen können und zu Social Persönlichkeiten werden, wie Jan Hofer mit seinem Abschied, der ja sowas von durch die Decke ging auf Social und der hat jetzt, glaube ich, auch seinen eigenen TikTok und den er da total befeuert und alles. Also ich glaube, das ist einfach so eine gute Mischung aus verschiedenen Generationen und verschiedenen Wissensständen. Und wenn man die zusammenführt, dann hat man da auch einfach tollen Content, den man crossmedial dann verwerten kann. Ja, cool. Das glaube ich auch. Das sieht man ja schon. Das ist spannend, mal so den Vergleich da. Ne? Guckst 20 Uhr die Nachrichten an und dann gehst du mal auf TikTok und guckst mal, oh krass, wie das aufbereitet ist. Also wer das noch nicht gemacht hat, gerne mal tun. Echt spannend. So, noch eine Frage. Oder gucken wir einfach Manchi zu, das wäre einfach auch in Ordnung. Man braucht jetzt, ja, machen wir es einfach, würde ich sagen. Nein, ich würde sagen, vielen Dank nochmal an euch beide fürs Einspringen auf jeden Fall. Den Talk mit dem Raphael holen wir auf jeden Fall nach, wenn der wieder fit ist. Ich denke, das wird dann nach der Convention sein. Im Juni ist ja kein NMFKA, aber im Juli wieder. Und ja, ich hatte ja vorhin was angekündigt. Wir wollen ja noch ein